Willkommen zu einer weiteren Folge Rhyme. Ich bin euer Firobo. Viel Spaß. Ha! Du Geist. Du erinnerst mich sehr stark an die Waldgeister aus Prinzessin Mononoke. Ist bestimmt kein Zufall oder so. Und da hockt er schon. Und er ruft uns. Wuff, wuff. Gut, aber wir haben hier noch was. Was haben wir hier? Wildschweinchen, hallo. So, hier haben wir das Ding, was wir gerade sehen konnten, jetzt so hochgekommen sind. So. Hier haben wir nur eine Wand. Hier, genau, hier war noch ein Secret normalerweise. Ach, und hier ist, ist das Loch, da schlüpft nämlich, können mich die Schweine durchschlüpfen. Da war ich mal auf der anderen Seite, hab dann ein Wildschwein vertrieben. Muss ich gestehen, nämlich hier. Ich glaube, das hast sogar du hier. Da, läuft einfach durch. Einfach so. Und schaut sich dabei die alte Kehle aus dem Hals. So, haben wir hier noch irgendwie was Schönes zu entdecken? Wie mal. Ich finde den Grafikstil sehr schön. What does the fox say? Genau. Ach ja. Ich mag diesen Grafikstil. Dieses Cell-Shading mit doch realistischen Eindrücken. Was haben wir denn hier? Kumpeln wir mal hier durch. Kommen wir einfach nur hier runter. Okay, kommen wir einfach nur runter. Schade. So. Hier haben wir einen schönen Tümpel. Wo sind die Frösche? Und, warte mal, kriege ich das wieder hin? Ja, ich komme ja, Foxy. Na schade, es sieht nicht mehr ganz so aus. Ich bin das erste Mal hier so lang gekommen. Sehe dann hier so und dann hat. Oh, hier sind immer noch Geckos an der Wand, genau. Ich dachte dann einfach, hier würde so ein Krokodil da schwimmen. Ich so gefragt, gibt es eigentlich Krokodile in dem Spiel? Gibt es hier Feinde? So, und hier haben wir so eine. Tja, ein Waldgeist, der aussieht wie eine Sanduhr. Oh, ein kleiner Lorekler. Ein kleiner Ruckler. So, jetzt müssen wir auf Zeit spielen hier. Aber alles easy. Wenn er mal klettern würde. Zack. Guck mal da, wie viel Zeit ich mir gelassen habe. Und. Ja. Ja. So lange hat es gedauert. Also, wer das nicht schafft, der ist echt schon ein bisschen blöd. So, und hier habe ich dann weitergemacht, weil hier ist nämlich ein neuer Abschnitt. Wenn man hier runter geht, kann man nicht mehr zurück. Aber wir haben jetzt scheinbar ja alles gemacht da drüben, deswegen springen wir. Komm her, kleiner Freund. Na komm, ich tu dir nix. Na komm. Ja, fein machst du das. Ja, komm her. Ja, mein Großer, hast du fein gemacht. Jetzt zeigt uns mal der Fuchs mit seinem Schweif. Hey, ich bin doch kein normaler Fuchs. Ich bin ein magischer Fuchs. Und die Musik ist so schön. Und dann war ich halt hier gewesen und mir dachte so, ey, da wollte ich schon hin, aber hat nicht gecheckt, dass das was für da schon waren. Guck dir mal die Fratze da an. Ja, ich komme, Fuchsi. Ich komme. Ich will auch eben mich hier ein bisschen gucken. So eine Lagune, ey. Ich glaube, hier würde ich. Wohl, nee, würde ich mich nicht trauen, runterzuspringen, weil mir sind mir zu viele Steine im Weg und das Wasser zu flach. Ich denke mal, so eine Höhe würde ich mir sogar auch trauen, mal zu springen. Und sagen, wenn das Wasser tief genug darunter ist. So, was haben wir denn hier Schönes? Sehr viele Wasserfälle gibt es hier. Und eine Kuh und ein Turm voller Kugel. Und hier gäbe es noch ein Puzzleteil, glaube ich, war hier. Oh, hier gibt es noch ein Puzzleteil. Und da auf der Insel waren wir auch schon zum Glück. Jetzt haben wir doch recht gut abgeklappert hier alles. So, kann man hier noch was machen? Wir schauen mal. Ah ja. Ah ja. Oh Gott, wie süß. Ja, es ist super süß, das Spiel. Schlüsselloch. Das ist auch ein Schlüsselloch. Ha. Dieses Bild sagt mir schon,
Das erinnert mich übrigens an die Zeichnung aus Abzu. Folge dem Fuchs zum Turm wahrscheinlich. Und hier haben wir drei Geister. Und hier ist eine Kunst, alle drei anzuwählen. Das mache ich mal irgendwie. Ich musste hier irgendwie stehen. Warte. Na, ah, fuck. So. Weil muss nämlich alle drei gleichzeitig aktivieren, damit das Ding aufgeht. Das ging, glaube ich, schon echt noch von der Position aus. So, wir haben es geschafft. Oh ja, und da wartet schon der Fuchs auf uns. Aber wir erkunden natürlich erstmal. Können wir hier irgendwo lang? Haben wir irgendwas? Und wir haben echt, wir haben eine kraftvolle Stimme, musste ich feststellen, denn passt mal auf. Wir können Feuer groß machen. Aber wir können es nochmal anspuren. Wie sieht das wirklich aus, wie ihr habt? Aus wie habt zu? Ja, es ist halt der gleiche Grafikstil, würde ich sagen. Nur, dass hier der hier mehr Details hat. Zum Beispiel hat er eine lebendige Figur. Dass man hier halt so einen menschlichen Char sieht. Und Tier. Aber Tiere gab es aber ab, zustimmt. Wir können mal eben schauen. Warte, wir schauen mal eben. Ihr seht das jetzt. Schön, dass das alles pausiert. Finde ich ein bisschen schade. Gut, wir können mal eben schauen. Denn wir kennen ja die Entwickler. Das ist jetzt übrigens, der hört, ist gerade der Trailer. Die Killer Works, die haben, genau, die haben nämlich noch Deadlight gemacht und Sexy Bootle. Sexy Bootle, was ist Sexy Bootle? Achso, so ein uralt Game. Und es gibt noch die Entwickler, Kulok. Kulok, die haben zum Beispiel Soul bei God Eater mitgemacht, die haben Dragon Ball gemacht, die haben Mortal Kombat gemacht. Zumindest jetzt auf Steam, so ein paar Titel zu nennen. Und der Publisher ist halt Greybox. Und der war für Wim zuständig und Grey Goo war scheinbar ein Strategiespiel. Okay. Gut, nur mal um so ein bisschen Back-End-Information reinzubringen. Und hier können wir jetzt das aufmachen. Hier können wir jetzt nichts bewegen. Und guck mal hier. Sesam, öffne dich. Wirklich ist der Fuchs. Das finde ich mega cool. Wie gesagt, das Spiel ist, hat ja auch ein paar Rätseleinlagen, by the way. Und ich bin gespannt, was da noch für komplexe Rätsel kommen werden. Ich habe mich gerade Wissen zu dem Turm, denke ich mal, ne? Ja, okay, das ist ein großer Turm hier. Und hier war nochmal was gewesen, hier war auch schon das Puzzle. Hier war dann nochmal so eine Hieroglyphe oder wie das Ding, eine Medaille oder was das war. So, und ich gucke die ganze Zeit so ins Wasser, weil ich gerne einen Hai finden würde. Aber wir können selber nochmal ins Wasser gehen jetzt gleich. Weil, wenn wir ins Wasser gehen, das kenne ich noch. Und danach kenne ich gar nichts mehr vom Spiel. Was ich auch gut finde, weil ich habe mir extra aus Streams ferngehalten zum meisten Teil. Ich hatte vorhin nochmal kurz in einen reingeschaut gehabt, aber nur um mal zu fragen, kann man eigentlich in alle Abschnitte wieder rein? Und guck mal, das ist schon wieder Rotkäppchen. Ich wollte halt wissen, ob man wieder zurück kann in bestimmte Abschnitte, aber scheinbar geht das nicht. Deswegen habe ich dann das Spiel auch nochmal neu angefangen und habe dann halt probiert, kann ich streamen und aufnehmen gleichzeitig und dann habe ich festgestellt, jo, das geht mit den Grafikeinstellungen. Mit grafisch habe ich jetzt keine Beeinträchtigung. Ich habe nur halt dieses, habe ich gerade mit den Leuten im Stream gezeigt. Ich habe wirklich bis auf halt diese Reflexion, Grey-Reflexion, Screen-Reflexion, wie das Ding sich nannte, habe ich ausgemacht. Und da ist auch noch ein Teil, das habe ich nicht genau, ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Stimmt, ich wusste nicht, wie ich hinkomme. Wie gesagt, bis auf diese Grey-Screen-Reflexion habe ich halt auf Shadow Ultra auf Mittel und dadurch läuft es halt super flüssig und ja, ich kann streamen und alles gleichzeitig. Stimmt, ich wollte eigentlich da hoch, aber bin dann hier runtergegangen. Stimmt, das hatte ich einfach mal vergessen gehabt. Kann ich hier hoch? Nein. Schade. Kann ich hier was machen? Hier kann ich nur Essen holen, aber es bringt zu mir. Warte, kann ich? Ich will mal was ausprobieren. Wir haben nämlich hier ein Wildschwein. Kann ich dieses Wildschwein dazu benutzen, die Ranken kaputt zu machen? Geht das? Können wir dann auch zu dem Teil? Wo war das Wildschwein da hinten? Komm mal her. In den Raum gucke ich gar nicht erst rein. Weiß ich nicht, was abgeht. Komm mal her. Komm. Wir gehen jetzt mal auf Wanderschaft. Ach, da vorne wäre auch eins gewesen. Okay. Gut. Na komm.
Ja, und die Leckerli. Yummy, yummy, yummy. Oh, eigentlich wollte ich es werfen. Was ist ich? Okay. Er kratzt sich am Arsch. Er kratzt sich am Arsch. Los. Ha. Ja! Es geht tatsächlich, lol. Ah, sehr schön. Oh, hier sind wieder scheinbar Uhren, ne? Ich habe ein Gefäß, was ich kaputt schreien kann. Und hier haben wir noch ein Ding. Noch ein Spielzeug. Das Schwein. Nice. Oh, wie cool. Okay, also mit Schwein kann man Ranken kaputt machen. Merken. Ha, dass das echt geklappt hat. Cool. So, nächste Frage. Ist hier ein Gefäß, was ich anbrüllen kann? Hier sind ja so Urnen. Sollen die auf ein Gefäß hindeuten, aber ich wüsste nicht, wo das stehen sollte. Bist du ein Gefäß? Ne, du bist einfach nur ein Fleck in der Wand. Bist du was? Ne, du bist nur ein Fleck in der Wand. Na gut, dann ist hier scheinbar nichts weiter. Und dann kommen wir jetzt auch noch zu was ich noch nicht verstanden habe. Muss ich gestehen. Merke, mit Schwein kann man den Ranken kaputt machen. Genau, ihr seid meine... Ihr seid meine Kommunikation, ihr seid mein Gedächtnis. Was mache ich nochmal mit Schwein? Ach ja, Ranken kaputt machen. Und hier haben wir Feuer. Hallo? Schrei das Feuer an. Wieso willst du nicht mehr schreien? Er will nicht mehr schreien. Warum? Hast du das Schreien verlernt? Hä? Okay. Warum? Was haben wir hier? Laufen wir hier lang. Ist noch eine Urne? Ich glaube, wir waren unter dem Dings zum Center, der eben direkt. So, und hier kommen wir zu dem Golem. Und da war ja Mr. Rotkappe drin. Mr. Rotkäppchen. Gehen wir da mal rein. Hui. Schwerer Schwab. Warum leuchtet das sie so? Hallo, die Wärmchen. Sehr schön zu mir. Wir fallen zuerst mal die Glühwürmchen auf. Oh mein Gott. Entschuldigung, Glühwürmchen, dass ihr euch ein wenig voraufgefallen seid. Und Rankenspaß, ja. Dass die einen aushalten, ne? Die sehen so alt und morsch aus. Und hier wäre auch noch was drin gewesen. Ich glaube, hier war auch noch mal ein Bruchstück von dem Medaille dort hatte zwar drin. Und Rotkäppchen ist schon wieder weg. Mein Rotkäppchen, wo bist du hin? Da ist Rotkäppchen. Du willst mich doch verarschen. Komm her! Kriegst aufs Maul. Überall haben wir wieder Quallen. Wenn wir jetzt natürlich wieder runtergehen, ist natürlich Rotkäppchen wieder weg. Au. Mein kleiner Zeh. So, ja. Okay, eigentlich, wir können es einfach hier runterfallen lassen. Oh, so weit runterfallen lassen wollte ich mich eigentlich nicht, aber gut. Hat er gemacht. Nice. So, wie wir festgestellt haben, können wir hier. Bin ich hier lang gegangen schon? Ich weiß nicht. Wir gehen mal hier lang. So, hallo, hallo, hallo. Ach genau, ach ja, genau, hier wollte ich ja. Hier wollte ich das letzte Mal die Kugel mitnehmen. Hab dann aber dann das Let's Play abgebrochen. So, hier bin ich auch schon mal durchgeschwommen durch die Lagune, aber ich habe nicht geguckt, ob da ein Hai ist. Ist jetzt, glaube ich, auch bei Nacht ein bisschen schwer zu erkennen, oder? Ich sehe nur hier Quallen. Bist du ein Hai? Ne, du bist nur ein Fels. Schade. Hallo, Fischis. Ein bisschen scheiße, wie Fische so auf einen reagieren. So krasses Japan oder so. Das sind einfach nur sehr liebenswerte Fische. Ich war ja schon mal im Urlaub gewesen, ne? Wart ja auch alle bestimmt schon mal mehr oder so, ne? Wart bestimmt mal. Alle. Und jetzt, ja, wird der Wasserfall sehr laut. Ist das hier ein Hai? Nö. Okay, kein Hai. Ja, Wasserfall sehr laut. Hilfe. Oh je, je. Ich kann nicht mehr schreien. Ich kann die Feuer nicht mehr groß schreien.
Oder weil ich es schon getan habe. Komisch. Wir haben eine Kugel. Die nehmen wir mal mit. Ich hol direkt eine neue. Okay. Ich rede sofort, sobald wir hier... Gut. Also, war schon mal im Urlaub und da waren wir am Meer. Und es war halt Fuerteventura. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so eine spanische Insel. Und ja, wir waren bei unserem Hotel im Stand im Wasser gewesen. Da konntest du halt Fische füttern. Aber die waren halt auch sehr scheu. Die konntest du zwar, wenn du sie gefüttert hast, auch fangen. Haben wir auch gemacht. Haben sie aber natürlich auch wieder freigelassen. Also sind wir einfach mal ein bisschen weitergewandert und da kamen wir an einem Strand bei Fischen an. Die waren total zutraulich, die sind einfach neben dir geschwommen und so weiter. Die haben keine Gefahr, was die verspürt oder so. Die konntest du anpacken und alles. Das war denen egal. Erst wenn du halt zugegriffen hast, dann waren sie halt ein paar, sind sie abgehauen, aber sie sind aber sofort auch wiedergekommen. Komischerweise. Wieso komme ich jetzt mal hier hin, wenn es dunkel wird eigentlich? Die Insel kenne ich nicht, aber ich will den hin. Fuerteventura ist eine schöne kleine Insel. So, hier. Das ist ein Roboter. Kann ich irgendwas mit dem machen hier? Wie kann ich das Ding werfen? Kann ich das Ding so werfen? Ah. Lol. Hey, bleib hier. Oh. Ups. Versinkulat. Lol. Okay, hätte ich mir gewünscht. Hallo, kannst du mal Tag werden? Kann ich irgendwas mit dem machen? Sieht aus wie ein Roboter. Und das erinnert mich wiederum jetzt an das Schloss im Himmel. Ein sehr schöner Ghibli-Film. Ein sehr, sehr schöner Ghibli-Film. Schauen wir mal, kann man wieder rüber? Oder hier lang? Das war hier das Gesicht, oder? Nee, das Gesicht war das da. Kann ich auch rüber. Hier sind keine Quallen. Nur hier kommen jetzt Quallen. Ja, ja, ich weiß, du hast Angst vor Quallen. Kannst du mal hier hoch, vielleicht? Schauen wir mal, gucken wir uns mal hier um, bis es Tag wird. Okay. Alles klar. Gut, haben wir das auch geklärt. Bei dem ich als Kind Albträume bekommen habe. Okay, wir können es nicht da dran vorbeibaggen. Wäre lustig gewesen. Okay, da hier Quallen sind, ich weiß, dass wir da nicht hoch können. Gut, du hast von den, als Kind vom Schloss im Himmel Angst bekommen? Ernsthaft? So, jetzt haben wir die Maschine. Können wir da irgendwie die Kugel einsetzen? Ist hier keine Öffnung, deswegen. Ich kann aber auch nicht brüllen, ne? Warum kann ich nicht mehr brüllen? Ah, jetzt können wir wenigstens summen. Das macht jetzt wenigstens wieder. Ja, wegen dem Roboter. Der Roboter war doch voll nett. Da ist übrigens, glaube ich, auch die Idee für Bestien hergekommen. Von dem Film. Weil es einfach sehr, sehr, ne, zusammenpasst. So, jetzt können wir wieder... Ah, jetzt geht's. Ich muss da Feuer ansprühen. Ha, hu, hi, ho. Okay, jetzt sind wir wieder noch. So. Weil wir müssen Feuer anbrüllen für Achievements. Ich hab durch diese Krabbel gehört, ich dachte, das wären irgendwie Spinnen oder so. Und dachte mir so, Hilfe, eklig. Aber es waren keine Spinnen. Hätte ich jetzt Schrotkäppchen vielleicht mal anbrüllen sollen? Vielleicht ging es ja. Egal. Wir nehmen einfach jetzt mal so eine Kugel mit nach oben. Vielleicht brauchen die wir in dem neuen Raum. Ich weiß nicht, wie das war jetzt. Jetzt sind wir einfach in einem Bereich, wo ich auch nichts mehr weiß. Da bin ich halt sehr gespannt drüber. Plöpp. Hat da gerade einer ins Wasser gekackt? Lauter Wasserfall. Zack, wer damit. Den
Ist doch nebenbei, ist mir nur egal. Ich hab dafür hier ein schönes Spiel am Spielen, ha. So, jetzt hab ich's dir vollgegeben. Bin ich am Eingang schon vorbei? Ich guck da mal hier vorne, ne? Das sieht alles so schön aus. Aber ich muss sagen, ich finde die Wechsel von den Tageszeiten zu extrem schnell. Okay, anscheinend kann man die Kugel doch nicht mitnehmen. Dann kann ich die da hochwerfen? Da können wir sie auf jeden Fall werfen. Können wir sie auch wieder aufheben? Da können wir, okay. Das hat schon mal nicht geklappt. Okay. Heb sie auf. Oh, sammeln sich da gerade die Motten drum? Können wir die echt nicht da hochwerfen? Ne? Ja, okay, die können wir so nicht mitnehmen. Was sollen wir da mit der Kugel machen? Frag ich mich. Sollen wir die doch hier hinten mitnehmen? Ah, was sollen wir damit machen genau? Fragen über Fragen. Roboter, willst du doch eine Kugel haben? Ich weiß nicht, wo ich die über die reinsetzen soll. Muss ich die einfach gegen dich werfen? Scheinbar nicht. Bleib hier, Kügelchen, nein! Okay, sie ist weg. Einfach verschwunden. Oder ist einfach nur so ein Troll vor dem Spiel? Ah. Dir fehlt was zum Trinken. Trinke nicht Salzwasser. Salzwasser zu trinken ist nicht gesund. Also jeder Wasser trinken wäre schlecht. Trinke aber viel am Tag, denn das ist wichtig. Weisheit mit Fio. Mir fällt gerade auf, ich hab da noch was zu trinken. Ich schenk mir mal eben was ein. Kratzt du dir mal im Kopf, genau. Ach echt, ja natürlich echt, hallo. Ich muss da hier meine Weisheiten loswerden. Das ist ein weises Spiel, ja? Ja, aber was sollten wir jetzt mit der Kugel machen? Das weiß ich nicht. Das kann ich echt nicht beantworten, diese Frage. Ich wüsste halt gerne, was hier ist. Ob da, das sieht auch aus wie eine Tür, finde ich. Oder nicht? Ne, Wildschwein? Los! Angriff, Schwein! Aha! Ich hab's verwirrt. Na gut, dann gehen wir mal in den Raum rein. Ah, da oben ist ein Protest. Vielleicht müssen wir da, machen wir damit das Tor auf. Könnte ja sein. Ist da was? Achso, das ist ein Baum. Das sah gerade so komisch aus aus der Ferne. Das waren einfach die Baumstämme oder Baumäste. Hä? Guck mal, Rotkäppchen steht da wieder. Will mich verarschen. Kann ich da noch irgendwie drauf? Kann ich dir zu brüllen? Weil wir haben dieses Haar wie bei Journey einfach nur. Ne, wir können nur summen. Ich mich hier hinstelle. Passiert nichts, okay. Hier können wir aber auch nicht scheinbar rüber. Weil irgendwas zum Klettern oder so ist. Schwierig, schwierig. Na, gehen wir erstmal in den Raum rein. So. Ha! Und fort mit euch, die kleinen Schweinchen. So, gehen wir in diesen coolen Raum rein. Okay. Okay, das Löffel kann ich nicht anbrüllen. Kann ich das Feuer anbrüllen? Auch nicht. Okay, ich kann nur runterfallen. Was ist das hier? Ich dachte, vielleicht wäre es ein Lift oder so. Wo kann... Ah, da. Da ist was zum Klettern. Aber... Komme ich da dran? Nö. Hä?
Wie soll ich da dran kommen? Hallo? Kann ich irgendwas ziehen oder? Warte, kann ich dich nehmen? Ah, ich kann dich ziehen, ne? Das ist deine komische Markierung. Achso. Alles klar. Easy. Habe ich gewusst. Instant. So. Zack. Hoch. Kann man dich jetzt anbrüllen, du Feuer? Können wir tatsächlich. Cool. Sehen aus wie Totenköpfe. Ja, fand ich auch. So. Haben wir die Feuer auch angezündet. Für das Achievement. Die Geckos hier. Na, oh, hier da dürfen wir da was basteln, wie es scheint. Dann gucken wir doch mal hier durch. Nein, ich will das benutzen. So. Oh, achso, oh, okay. Sehe ich das jetzt? Wir sollten das Ding hier vielleicht schieben. Würde ich sagen, oder? So, schieb. Ich würde mal sagen, schieb's mal hier hin. Ist das gut? Ich weiß nicht, wir probieren es mal aus. Also warte, hier ist eine, warte, hier ist eine Markierung. Ich bin jetzt einfach mal so plump und schieb's auf die Markierung drauf. Ja, ist doch los. Ich bin einfach mal so plump, mal befolgen einfach diese Markierung. So. Ja, hat sogar gepasst, Leute. Dieses System, das kam glaube ich auch schon von Abzu eigentlich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hm. Das ist wunderschön. Vor allem diese Musik, ey. Dem, dem. Das sieht so richtig schön aus. Ich mag das sehr. Ah, du Flamme. Okay, wenn wir was. Ah, müssen wir schon auf die andere Seite. Können wir diesen Pott dann nehmen? Hm. Aha. Was haben wir hier? Okay. Alles schön vergoldet. Ja. Man soll das Ding nicht nehmen. Sollst du da hin? Ich weiß nicht. Hm, probieren wir mal. Warte mal. Guck mal hier. Können wir uns bei dem Teil auch umdrehen? Ne, wir können es nur so angucken. Okay. So. Okay. Schieb dich mal ganz nah hier ran. So, irgendwie falsch aussieht. Warte, warte. Lass mal dich doch mal hier drauf stehen. Warte, wir schauen uns mal, wie es aussieht, wenn das Ding hier drauf steht. Steht da genau hier drauf. Vielleicht brauchen wir das Ding ja. Na, passt nicht so ganz. Können wir, wie hoch können wir eigentlich fahren? Können wir uns hier die Gegend angucken? Ne, können wir leider nicht. Schade. Okay, was ist das hier? Ah, sieh mal an. Wir können das Ding hier umdrehen. Können wir das Ding benutzen, vielleicht um das komplett zu machen? Bei mir sowas in der Art. Ich hatte mich schon gewundert gehabt, warum hier eine Platte ist. Warum sollten wir den Eingang öffnen? Der ist ja schon offen. Eigentlich. Steht das schon? Ich glaube nicht, oder? Ich kann dich hier leider nicht verschieben. Da haben wir noch was. Und da war unten der Raum, okay. Und hier ist auch noch was. Ach, warte mal, warte mal. Ich habe eine neue Idee. Warte erstmal. Obwohl, probieren wir erstmal dich hier aus. Vielleicht geht das ja doch bei dir erstmal. Wir schauen mal. Hm, besser, glaube ich, zu weit.
Oder? Nee. Du musst das Teil da drauf stehen hier. Machen wir so. Nach links die Ecke. Ja, in die Ecke habe ich auch schon gesehen, aber ich wollte mal hier eben gucken, ob das hier irgendwas bringt. Nee, es bringt jetzt, leuchtet gar nicht mehr. Vielleicht muss es doch hier drauf stehen, aber es müsste eigentlich funktionieren. Vielleicht schieben wir es mal ganz hier drin. So. Ja, wir probieren aus. Wir gucken. Guck mal, jetzt leuchtet es auch halt, ne? Aber es vibriert immer fest, aber es bringt es mir. Ach so, ah, guck mal. So mussten wir es machen, ne? Ah, aha, aha, aha. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Und jetzt habe ich noch eine Vermutung. Schieben die Teile mal. Aber das passt, glaube ich, nicht. Wir können, glaube ich, das Ding nicht öffnen. Ich drehe das nochmal hier. Ich will es mal in die andere Richtung machen. Mach mal die Position, vielleicht geht das ja. Vielleicht können wir doch hier das, die Tür öffnen. Ne, jetzt können wir gar nicht da dran, okay. Gut, also müssen wir warten. Ah, dann wird es golden, okay. Kann also nur dann arbeiten, wenn es golden ist. Jeder Alchemist würde sich wahrscheinlich die Finger reiben. Zack. Oh, guck mal, das ist der Fox. Und da ist wieder Rotkäppchen. Ah, jetzt öffnet sich der Gang hier. Alles klar. Da wartet Rotkäppchen auf uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rhyme wieder. Ciao, ciao.